Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Immer noch in Mainz von der Location DM 2016. Jetzt haben wir Chong und sein Deckpuffer. Er hat Fire King Cosmo gespielt. Also fangen wir an. Warte, wie lief Turnier für dich? Also Turnier, ich bin Tag 2 gekommen mit 2 Loose. Bisschen lauter vielleicht. Also ich bin Tag 2 gekommen mit 2 Loose am ersten Tag. Am zweiten Tag musste ich gegen ein Teammitglied spielen. Da haben wir aber er hat Fusionist gespielt und da hat er 40 Minuten dann runtergespielt und dann konnte ich noch mit Game 2 gewinnen, hatten wir einen Draw. Und dann habe ich gegen Anti gespielt und dann war es halt vorbei für mich. Schade. Weil er einfach 5 Pari gespielt hat und 5 Sets. Alles klar. Kommen wir zum Deckprofil. Ich habe 2 Tin Gang gespielt. Viking braucht man nur 2. Viele spielen auch nur eine, aber ich finde 2, also der eine ist immer gebanished, deswegen finde ich 2 ist okay, sehr gut. Dann 2 Strongman braucht man einfach, um die Kombos zu machen. Und Viking 1 spielt ein bisschen mehr Schiffe, deswegen passt es. Ein Farm Girl, nur wegen Teleport. Und der macht dann noch OTK, deswegen passt es. 2 Sword Trooper. Kam eigentlich immer krass, immer gut. Wieso nicht 3? Mit 3 gibt es doch noch krassere Kombos, oder nicht? Also mit 3 kann man noch mehr machen, bloß ich habe nicht so oft, also ich will nicht so oft kleine Piloten ziehen. Deswegen habe ich nur 2 gespielt, okay. Weil ich mit Viking hat man mehr Optionen irgendwas zu machen und der kommt sowieso immer aufs Feld, also passt das eigentlich auf 2. Dann 2 Lady, echt beste Cosmo-Karte, die es gibt. Braucht man nicht viel sagen, die geht einfach alle Monster-Effekte. Dann ein Data Shuttle für die Combo. Einen braucht man, mehr braucht man nicht. Ich habe jetzt aber 3 Slip Rider gespielt. Auch wegen viel Anti halt unterwegs ist und Mirror Match ist auch ganz gut. Kann man auf den gegnerischen Fire King zum Beispiel schießen, Island schießen und dann sterben man also alle Monster. Ich habe 2 Landwalker gespielt. Landwalker hat echt vieles beschützt. Auch gegen Majestic halt kommt er auch, macht dann Double und dann kann ich Farm Girl holen und dann nochmal angreifen. Ein Forerunner reicht. 3 Destroyer, selbsterklärend, muss man 3 spielen. Dann habe ich ein Garunix gespielt und ein Yaksha. Garunix ist klar, Yaksha habe ich noch gespielt, weil wenn man brickt und viele Schiffe auf der Hand hat, kann man ihn beschwören oder wenn er zerstört werden würde, kann man ihn zerstören und die Schiffe auf der Hand zerstören und dann triggern die Effekte. Deswegen habe ich ihn noch gespielt. 3 Max C, weil Max C zurzeit echt, finde ich halt echt krass. Fast beste Handtrap, die es gibt gerade. Gegen Cosmo allein auch und gegen Monarchen Exceed auch nicht mehr so schlecht. Gegen Fusionist, BA, alles halt, deswegen habe ich die gespielt. Dann ein Upstart. Einfach für den Draw noch, damit ich schnell die Combo habe. 2 Island. 3 sind zu viel und 1 war für mich ein bisschen zu wenig, deswegen habe ich 2 gespielt und halt ein Yaksha und ein Garunix. 2 waren perfekt. 3 Cosmo Town. Das ist auch klar, glaube ich. Dann 3 Terraforming. Die kann man echt gut, weil ich hatte nie eigentlich sowas auf der Hand, sondern eigentlich immer nur entweder so eins oder ein Cosmo Town, dann konnte man die Combo gleich starten. Und 2 Teleport. 10 Teleport halt für die ganzen Tin Can und die ganzen Piloten. Fallenkarten habe ich 3 Mojo gespielt. Einfach beste Cosmo Falle, die es gibt. Und durch die mit den Island kommt man sowieso schneller auf die Schiffe aufs Feld, deswegen einfach perfekt. Wenn man anfängt, hat man Mojo meistens auf der Hand dann. Oder halt, ich habe auch 3 Coil gespielt. 3 Coil wegen Tin Can. Also wenn man die Combo nicht hat, spielt man auf Tin Can. Und dadurch hat man auch noch 3 Coils halt. Das war's vom Deck. Was willst du erst sehen? Side Deck. 6. Side Deck habe ich 2 Gamma Ciel gespielt wegen Cosmo Mirror Match, wenn er Infinity raushaut oder Lady. Und wenn ich jetzt so ein Deck nicht kenne, tue ich sie auch immer rein, weil sie kommen eigentlich immer gut. Ein Full House gegen Anti. Ich habe zwar gegen Anti gespielt, aber ich habe sie leider nicht gezogen. Und gegen Antis und sowas habe ich, also Pepe habe ich noch 2 Twin Twister. Ich werde sie wahrscheinlich erhöhen auf 3. Weil die kommt einfach echt zu krass manchmal. Dann gegen Monarchen habe ich 2 Masken und 2 Deflektoren. Eigentlich auch selbsterklärend. Und gegen Monarchen habe ich eigentlich noch 2 Wailer. Die kamen eigentlich immer gut gegen Monarchen, aber ich habe leider wegen 500 Lebenspunkte verloren.
Und gegen PPO kam sie auch eigentlich immer vergeben. Wenn er Pendel Sorcerer gependelt hat. Dann gegen Cosmo habe ich noch zwei System Down. Ich habe gegen Cosmo eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt auf dem Turnier, weil ich hatte immer die hier. Konnte alles zerstören und dann konnte ich überrennen einfach mit Fire Kings mit der Combo. Und ich habe noch im Side 2 Blossom gespielt, weil ich wusste, BA ist gut und Fusion ist wird wahrscheinlich vertreten sein. Ich habe sie zwar nicht gezogen, aber mit Max C zieht man sich durchs Deck durch und weil er sie ganzen Combo macht und kann man ihn auch ziehen, dann kann man die Omega entfernen. Genau. Das führt uns auch direkt zu deinem Extra Deck. Ja. Vielleicht erstmal die Karten für Blossom. Ja. Also für Blossom habe ich nur einen Omega, weil der einzige Karte ist, die mich stört. Das war's auch. Ansonsten habe ich einen Titanic gespielt, wegen Destroyer halt, Level 8. Gaia, Volcasaurus, selbsterklärend. Dann habe ich eine Nova gespielt. Und dafür aber zwei Infinity. Zwei Infinity, weil ich öfters eigentlich mit Coil und dann Infinity, dann habe ich noch auf Nova mache und dann nochmal Infinity. Kam es jetzt, glaube ich, einmal oder so, ganz Turnier. Ein Dante für Blossom, weiß man schon. Grand Pulse. Das ist für die Combo halt. Ansonsten habe ich noch ein Utopia F-Zero, falls ich nicht über Dark Planet rüberkomme oder sowas. Ansonsten noch Level 2 habe ich Herold und Gachi gespielt. Habe ich eigentlich nie rausgebracht. Das ist klar. Ansonsten, ja. Das war's von mir. Dein Fazit und zu deinem Deck und zu dem Event? Event war geil. Ich will vielleicht ein bisschen was am Deck ändern. Vielleicht eine Landwalker raus. Ansonsten war es ein geiles Event. Bis zum nächsten Mal. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen von neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.